Ich bin Victoria Kone. Ich bin momentan noch 17 Jahre alt und bin momentan am Ende meines ersten Ausbildungsjahres. Das ist das BGA. Das absolviere ich in der Berufsschule in Lingen. Und ab 1.8. geht es dann auf den nächsten Betrieb ins zweite Lehrjahr. Meine Mama war da erst nicht so für, weil ich sollte erst so Krankenschwester werden, so typische Frauenberufe eigentlich. Weil sie noch halt diesen Kinderbuchbauern in Erinnerung hatte, diesen etwas älteren, der noch mit Hand pflügt oder Gras mäht oder so. Aber das ist heutzutage ja nicht mehr so. Heute haben wir große, moderne Maschinen. Ja, und durch die Praktika war ich dann so begeistert davon, dass ich dann Mama auch überzeugen konnte. Und ja, jetzt bin ich halt hier, wo ich bin. Der Beruf Landwirt hat auch eine breite Spannweite. Also danach kann man auch vielleicht noch eine Banklehre machen. Dann ist man ein Vertreter für die Bauern. Man kann so viele Bereiche mit der landwirtschaftlichen Lehre abschließen. Also wenn die Grundausbildung erstmal da ist, dann macht das auch richtig Spaß. Victoria arbeitet auf einem Hof, der auf Züchtung und Haltung von Muttertieren sowie Zuchtbullen spezialisiert ist. Die Weiden, auf denen die Tiere grasen, befinden sich direkt am Ufer der Ems, die sich malerisch durch die Landschaft schlängelt. So einen Arbeitsplatz hat sicherlich nicht jeder und ist sicherlich ein Grund mehr für Victorias Berufswahl. Sie hat hier zwischen Ling und Dahlum genau das gefunden, was sie gesucht hat. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen angehenden Landwirten und Landwirtinnen ist sie nicht auf einen elterlichen Hof aufgewachsen. Ja, mein Vater ist Elektromeister bei einer Hähnchenschlachterei. Meine Mutter ist Chemielaborantin. Aber der Drang auf dem Hof war immer da. Ich habe auch in den Ferien auf dem Bauernhof so Reiterferien oder einfach nur mal irgendwo mithelfen und so. Das habe ich immer gemacht. Ich habe freiwillige Praktika sogar in meinen Ferien gemacht. Das war einfach so, ich fühle mich hier in der Landwirtschaft so wohl, dass ich gedacht habe, warum dann nicht das als Beruf machen. Aber nicht nur die Arbeit an der frischen Luft oder der enge Kontakt zu den Tieren machen den Reiz für das Mädchen aus. Der Beruf bietet weitaus mehr. Ja, also es gab einfach nie irgendwas anderes, was in Frage gekommen ist. Klar hatte ich auch den Gedanken, ja, Tierpfleger und so, aber das wäre einfach. Da wäre ich dann später nicht mein eigener Boss. Und ich mag es einfach, meinen Tag selber zu strukturieren und halt jeden Tag nicht was anderes, aber anders aufzubauen den Tag. Es ist halt abhängig davon, was für Arbeiten anstehen. Und das gefällt mir halt an dem Beruf Landwirtin oder Landwirt am besten. Nach wie vor herrscht Bewegung in der Landwirtschaft und junge Menschen interessieren sich für diesen Berufszweig. Gründe, in den landwirtschaftlichen Sektor einzusteigen, gibt es genug. Gerade das Emsland und die Grafschaft Bentheim bieten ein hervorragendes Umfeld, sich ein sicheres Zuhause zu schaffen. Also es ist so, dass wir im Moment eigentlich stabile Zahlen haben, was die Ausbildung anbetrifft. Man kann aber schon merken, dass vermehrt jetzt Leute außerhalb der Landwirtschaft in diesen Bereich reinrutschen und eine Ausbildung in dem Bereich machen wollen und dass auch vermehrt eben Mädchen diese Ausbildung wählen. Ich denke mal, der Hauptgrund dafür wird sein, einfach, dass wir hier in einer absoluten Gunstregion wohnen, dass die Landwirtschaft eben ein ganz wichtiger Faktor ist. Also nicht nur die Landwirtschaft selbst, sondern auch der vor- und nachgelagerte Bereich und dass viele Leute eben merken, dass man ein sicheres Umfeld hat, in dem man Geld verdienen kann, mit dem man eine Familie ernähren kann. Und das, denke ich, ist mit der Hauptgrund, warum die Leute sich für die Landwirtschaft auch interessieren und natürlich auch Spaß haben im Umgang mit Tieren, im Umgang mit modernen Maschinen. Da hat sich ja einiges gewandelt in den letzten Jahren. Auf den Jungbauern warten eine Menge Arbeit, die sich nicht nur auf Füttern, Bestellen und Ernten beschränkt. Aufgrund der vielfältigen Aufgaben und immer neuen Gesetzen muss sich ein Landwirt stets fortbilden, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Das Besondere an der landwirtschaftlichen Ausbildung ist, dass es sehr, sehr umfassend ist. Es wird oft über eine Spezialisierung in der Landwirtschaft gesprochen, was dieser Sache auch schon Rechnung trägt. Weil wenn ich von ehem oder alten Strukturen, was unser Betrieb auch noch in großen Zügen aufweist, wenn ich davon ausgehe,
muss ich mich in vielen Bereichen auskennen, das heißt Ackerbau, Viehhaltung. Dann kommen gesetzliche Änderungen inzwischen dazu, das heißt im Pflanzenschutz, das ist dann der Ackerbau, ändern sich die Bedingungen sehr, sehr schnell. Und wenn ich da nicht aufpasse, da das inzwischen auch rechtliche Konsequenzen trägt, kann ich meinen Betrieb dadurch gefährden. Das ist im Tierhaltungsbereich durch die neue Tierschutzverordnung ebenso gegeben. Und das durch diese breite Ausbildung, die die Landwirtschaft erfordert, ist das bestimmt kein leichter Beruf. Für Viktoria stellt das kein Problem dar, ganz im Gegenteil. Sie scheint Eindruck hinterlassen zu haben. Viktoria ist für unseren Betrieb oder für die Ausbildungszeit ein Glücksfall gewesen, da sie sehr engagiert ist auch sehr aufgeweckt ist, dadurch eine hohe Auffassungsgabe hat und es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, mit ihr zu arbeiten. Und trotz des ersten Lehrjahres ich sie auch schon alleine arbeiten lassen konnte. Der Beruf des Landwirts ist hier in der Region keine Seltenheit. Dennoch ist ein junges Mädchen wie Viktoria, die nicht in Vater oder Mutters Fußstapfen tritt, eher selten anzutreffen. Viktorias Freundes- und Bekanntenkreis haben da ihre eigenen Vorstellungen. Ja, also anfangs meinten die, oh Gott, warum machst du das? Das ist doch ein Beruf, du kannst nie in Urlaub fahren. Warum? Das ist ein harter Job. Ja, aber jetzt sind die total damit zufrieden, wenn ich dann wenn wir spazieren gehen oder so oder mal irgendwas unternehmen und dann fragen die, ja, hier, kannst du uns vielleicht mal erzählen, was das für ein Unkraut ist oder so, dann kann ich denen das halt sagen. Und das finden die, also momentan sind die da hellers begeistert von.